Meiner Einladung gefolgt sind. Ja, es ist keines ausgeblieben. Alle sind sie hier, die mein Schmerz zu sich bitten ließ. Türkische, böhmische und ungarische Wolken haben sie zu mir getragen. Ja. Mein Pustorius aus Varastin. Mein geliebter Vetter Ajaxele. Magier aus Schwabenland. Sogar die Selima und Zulma, die Feen von der türkischen Grenze. Blödsinn und Faulheit. Alle sind sie hier. Das ist ein Freude. Alle sind wir da. Ja. Ja. Und nun hören Sie die Ursache, warum ich Sie auffordern ließ, Ihre Wolkenschlösser zu verlassen und mir in meiner bedrängten Lage Beistand zu leisten. Es sind nun volle 18 Jahre, als ich an einem heitern Julius-Tage auf einem Sonnenstrahle nach der Erde fuhr und mich in Blitzesschnelle in einem angenehmen Tale befand. Vor mir stand ein junger, blonder Mann. Ihn zu sehen und zu lieben war das Werk eines Augenblicks. Er war Direktor einer reisenden Seiltänzergesellschaft, die in diesem einsamen Orte Halt machte. Mein Entschluss war gefasst, er mein Gemahl oder keiner. Und ich flog in eine girrende Taube, verwandelt in mein Reich zurück. Zenobius, erinnerst du dich noch? Ja, es war an einem Mittwoch. Ihm übergab ich geschwinde die Schlüssel meines Palastes. Und um schneller die Erde zu erreichen, verwandelte ich mich in einen Pfeil. Und Zenobius schoss ihn in das Dach des Wirtshauses, welches mein Geliebter indessen bezogen hatte. Ah ja. Ich stieg als reisende Schauspielerin darin ab. Und um kurz zu sein, er sah mich, liebte mich und ward mein Gemahl. Doch nach zwei glücklichen Jahren, wer hilft mir, die Erinnerung dieses Schmerzes zu tragen? Stürzte er vom Seil.
das er von einem Stadtturm zum anderen gespannt hatte und verhauchte seinen stolzen Geist. Ja, das heilt, Hanse. Ich hab's auch einmal probiert, aber ich versichere Sie, ich bin recht auf den Kopf gefallen. Das habe ich schon bemerkt, ob nun nicht gleich sagen wollen. Von tiefer Trauer erschüttert, nahm ich mein Kind, ein Mädchen von 2 Jahren, und kehrte mit ihm ins Feenreich zurück. Und nachdem mein Schmerz vertobt war, erbaute ich meiner Tochter einen diamanten Palast, ließ sie in dem höchsten Reichtum erziehen und schwur, ihre Hand nur dem Sohne der Feenkönigin selbst zu geben. Kaum hatte ich diesen unseligen Schwur getan, da krachten die Säulen meines Palastes und vor mir stand die Königin der Geister. Büße deine Frechheit, sprach sie, übermütiges Weib. Einem Sterblichen hast du dich vermählt und deines Kindes Herz willst du durch Glanz vergiften. So höre meinen Ausspruch. Entrissen sei dir auf Erden deine Feenmacht, so lange, bis die Bescheidenheit deiner Tochter deinen Übermut mit mir versöhnt. Auf die Erde setzest du sie aus, dem Irdischen gehört sie. Dann kehrst du zurück in dein Wolkenhaus und nur die Tugend deiner Tochter kann dich daraus erlösen. Wird sie allen Reichtum hassen und vor ihrem 18. Jahre mit einem armen Manne, der ihre erste Liebe sein muss, sich verbinden, so ist dein Bann gelöst. Erfüllt sie bis zu ihrem 18. Frühling diese Bestimmung nicht, ist sie für dich verloren. Bescheidenheit heiße ihr Glück, denn sie ist nur eine Tochter der Erde. Sie verschwand. Herr Döck, das ist eine schöne Geschichte. So traurig. Und so lang auch noch. Das ist das Schöne dran. Yeah. Ich sank mit meinem Kinde auf die Erde nieder, in einem düstern Wald und in der Gestalt eines alten Weibes. Aber. Pochte ich an eine niedere, aber reinliche Hütte. Ein lustiger, treuherziger Bauer, ihr einziger Bewohner, sprang heraus. Er hieß Fortunatus Wurzel. Sank zu seinen Füßen nieder und beschwor ihn, er möchte sich des armen Kindes erbarmen, es gut und fromm erziehen, nie aus dem Walde lassen und mit einem armen Jungen, den sie liebgewinne, verheiraten. Wer ich sei, dürfte ich ihm nicht sagen. Er schwur, meine Bitte zu erfüllen, eilte mit dem Kind in die Hütte. Jetzt kommt das Wichtigste. Ah, ist noch nicht aus. Bravo. 16 Jahre hat er sein Wort treu gehalten. Doch über ein Jahr schon lebe ich in qualvoller Angst. Der Neid, dieser mächtige Fürst der Galle, verliebte sich in mich und warb um meine Hand. Doch da er seit jeher aus meinem Herzen verbannt war, wies ich ihn mit Verachtung ab. Um sich nun dafür zu rächen, schwur er, mich durch meine Tochter zu verderben und ließ den Bauer einen großen Schatz finden. Im Besitze dieses Reichtums ist dieser nun seit 2 Jahren wie verwechselt, wohnt in der Stadt, lebt auf dem größten Fuße, ergibt sich dem Trunke, misshandelt meine Tochter und will sie zwingen, einen reichen Freier zu nehmen, während ihr Herz an einem armen Fischer hängt. Nun seien Sie nicht traurig, Frau. Kommen Sie, Frau, kommen Sie. Waren Sie zwar stolzes Weibsbild, aber seien bestraft. Sind Sie doch gute Person, haben Ihr Kind gern. Das gefällt mir. Geben Sie mir Busse. Na, Freunde, wollen wir denn alle helfen? Ja. Nun sind das rare Geister. Verlassen sich immer auf ungarischen Zauberer. Was Ungar verspricht, das hält er auch. Wir wollen ihn schon reinheizen, diesen Wurzel oder wie der Teufel heißt. Ja, das wollen wir. Und ich will die ganze Sache dirigieren. Ich laufe jetzt schnell ins Wirtshaus, lass mir mal viele Sattel, reit in die Stadt hinunter und werde alles auskundschaften. Und draußen vor der Stadt, da steht ein verrufenes Bergle. Das heißt der Geisterschäckle. Da kommen wir in 2 Stunden in dem alten Schloss oben alle zusammen und machen den ganzen Plan aus. Das machen wir. Und die Nacht, die muss von uns herfliegen, damit die ganze Sache keine Aufsehen macht. Und heute Abend schon müsste sie ihr Töchter wieder haben und wenn sie auf dem Blocksberg vermählt werden soll. Ja. So sind sie, wie ich sie haben wollte. Jetzt ist mein Mutterherz getröstet. Verlass mich ganz auf sie. Das können sie auch. Wo ist mein Wagen 243? Die Wagen vorfahren. Thank you.
zu tun hat, wenn man erster Kammerdiener in einem Haus ist. Wie ich noch Stallknecht bei ihm war, habe ich lange nicht so viel zu tun gehabt, als wie ich. Ja, wenn wir auch vom Land sind, deshalb seien wir doch nicht auf den Kopf gefallen. Wie ich Bedienter geworden bin, habe ich nicht gewusst, warum die Schneider so große Säcke in die Livreen machen. Jetzt weiß ich's. Da ist sein Schlafzimmer. Mir scheint, er steht schon auf. Das war wieder ein Spektakel heute Nacht mit ihm und seinem guten Freund. Bis um 3 in der Früh haben sie getrunken und gesungen. Über 80 Gläser haben sie zusammengeschlagen. Und so geht es, alle Wochen 4-mal. Mich wundert's nur, dass er's aushält. Und seine guten Freunde halten ihn für einen Narren und sagen ihm, er ist der gescheiterste Mensch von ganz Mamelukien. Oder wie das Land heißt. Jetzt will er gar ein heimlicher Gelehrter werden. Und ich hab schon was wispeln gehört. Ein Philosoph auch noch dazu. Ein Bauer. Und er lässt nicht nach. Auf die Wochen geht's schon los. Da lernt er's Lesen. Und übers Jahr das Schreiben. Es ist schrecklich. Guten Morgen, lieber Lorenz. Ist mein Vater schon auf? Guten Morgen, Fräulein Lottin. Wie viel hundertmal habe ich dich schon gebeten, du sollst bloß Lottchen zu mir sagen. Ich bin nur ein armes Landmädchen. Was sind Sie? Ein armes Landmädchen? Sie sind doch eine Millionäserin. Ich will aber keine sein. Denn der Schatz, den der Vater gefunden hat, hat nur Unglück über unser ganzes Haus gebracht. Ach, wo ist die schöne Zeit, wo der Vater noch so gut mit mir war? Wo ich täglich meinen Karl sehen durfte? Wo noch Schwalben unter unserem Dach nisteten und keine so hungrigen Raben wie jetzt, die falschen Freunde meines Vaters? Ach, wo bist du, glückliche Zeit? Ja, es kann halt nicht immer so bleiben. Hier unter dem wachsenden Mond. Jetzt kommen keine Schwalben, keine Lerchen, keine Käfer. Und mein Karl kommt auch nicht mehr. Und das wäre Ihnen heute der liebste Käfer. Dem haben wir aber die Flügel gestutzt. Nein. Noch heute will ich meinem Vater zu Füßen fallen und ihn bitten, dieses unglückselige Gold von sich zu werfen. Seit dessen Besitz sich seines Herzens ein so böser Geist bemächtigt hat. Ich will gleich zu ihm gehen. Tun Sie das nicht, Fräulein Lottin. Ich darf ihn ja nicht hineinlassen. Warum nicht? Der Herr Vater ist krank. Krank? Mein Vater krank? Himmel, und bedeutet? Ja. Lorenz, ist das wahr? Wollen Sie es nicht glauben? Mit dem Herrn sein Frühstück. Na reden, da hinein, da! Jetzt haben Sie es selber gesehen, dass er mediziniert. Lorenz, also mein Vater ist krank. Und wie? Bei ihm heißt es halt Frissvogel oder stirb. Also so kannst du mich hintergehen. Pfui, das hätte ich nicht von dir gedacht. Du bist ein ganz abscheulicher Mensch. Doch nein, ich will dich nicht böse machen. Ich will dir schmeicheln. Ich will dir sagen, du bist der beste und der schönste Lorenz von der ganzen Welt, wenn es auch nicht wahr ist. Aber lass mich zu meinem Vater. Ich darf nicht. Der Herr hat's verboten. Er sagt, Sie sind nicht sein Kind. Ihre Mutter war ein Bettelweib. Himmel, was ist das? Also so weit ist es mit ihm gekommen, dass er sein einziges Kind verleugnet? Hat er mir nicht oft erzählt, meine Mutter wäre gleich nach meiner Geburt gestorben? Und ich wäre sein einziges Kind, von dem er einst Dankbarkeit erhofft. Und nun verstoßt er mich. Ach du lieber Himmel, ich habe keinen Vater, keine Freunde und keine Verwandten mehr. Was Verwandte? Zu was braucht man die? Unser schwarzaugig Stummerl ist mir lieber als alle Verwandtschaft von der ganzen Welt. Na wird's, wird's.
lob mir die Stadt, wo viel Freuden man hat. Wo viel Freuden man hat. Mich senkt's nimmer auf dem Land, bei dem Volk ist er Scham. Bei dem Volk ist er Scham. In eurer Früh treibt schon Dochsen hinaus. Und da findet man keinen einzigen Bauern mehr zu Haus. Den ganzen Tag sitzt man am Pflug, trinkt Moos aus dem steinernen Krug. Und auf die Nacht kommt man zu Haus, was ist gewesen. Um 8 liegt euch schon im Nest. Und auf die Nacht kommt man zu Haus, was ist gewesen. Um 8 liegt euch schon im Nest. Drum lob ich mir die Stadt, wo viel Freuden man hat. Wo viel Freuden man hat, wie sänk's nimmer auf dem Land. Bei dem Volk ist er Schand, bei dem Volk ist er Schand. Jetzt hab ich so viel Bedientex, steh um 11:30 auf. Trink Kaffee und ess geschwinde, 5 bis 6 Pularen drauf. Kurzes kann kein schöneres Leben, als mein jetziges mehr geben. Das, wer mich anschaut, sie ist ein Spaß, ja, der fällt vor Ehrfurcht auf die Nase, ja, der fällt vor Ehrfurcht auf die Nase, ja, der fällt vor Ehrfurcht auf die Nase, auf die Nase, auf die Nase. Was das für ein schönes Bewusstsein ist, einen guten Magen zu haben. Also ich bin mit dem Meinigen sehr zufrieden. Wirklich, das ist ein fleißiger Kerl. Alle Achtung vor ihm. Ja, ein Magen zu sein ist eine schöne Charge. Sultan über 2 Reich, übers Tierreich und übers Pflanzenreich. Händel und Kapaun, die druckten nur zusammen, wie wenn's nie da gewesen waren. Aber auch ein Ehrenmann, der keine Schmeicheleien mag. Ja? Mit Süßigkeiten darf man ihm nicht kommen, da verderbt man ihn ganz. Sackerlot, ich bin der fidelste Kerl von der Welt. Ich habe eine solche Freude in mir, da wird mir so wohl ums Herz, so gut, dass ich am liebsten alle zusammenprügeln könnte. Und der Geld habe ich, mir wird völlig Angst und Bang dabei. He? Jetzt haben wir das Haus da gekauft, jetzt kaufen wir noch einen sauberen Weltteil mit einem kleinen Garten dabei. Herr, das wird ein himmlisches Leben werden. Litzel! Ja, was schaffst du? Was schlägst du, dass du gar nicht um mich umschaust? Trot bin ich hinaufgegangen. Frau Lothl war tot, mit ihnen reden wollte. Und da steht ich nicht ein Wort von ihr zu sagen, ja? Ich will von der Wasserprinzessin nichts mehr wissen. Ist das ein Betragen für ein Haus wie das meinige? Statt dass sie ein vampirenes Kleid anzieht und mit ihrem Vater auf die Promenade ging, bleibt sie das ganze Jahr zu Hause hoch und rennt in einen spinatfarbigen Überrock herum. Sie tagt halt nur aufs Land. Sie will halt eine niedrige Person sein. Ja, und doch redet sie Hochdeutsch und hat sie ja kein Mensch gelernt. Was ist denn heute für ein Tag? Freitag. Na, da freue ich mich wieder. Da ist Fischmarkt. Da kommt wieder der Bursch vom Land herein. Und wenn er seine Fisch verkauft hat, da ist er noch nicht zufrieden, da setzt er sich da drüben auf den Stein und hält Maulaffen auch noch feil. Alter, wer schaut da auf ihr Fenster her, wie ein Aff. Na, mit der Wache lasse ich ihn noch wegführen. Sitzen kann man keinem Menschen verbieten. Na, dann lasst ihn halt sitzen. Auf die Letzte sitzt er doch zwischen 2 Sesseln auf der Erde. Was drüben, gib her. Aber das Mal macht er mir ganz nervös. Ich lasse es zeichnen lernen und das Sticken nutzt nichts. Statt dass schöne Blumen stickt, was zeichnet's, was stickt's? Lauter Fisch. Zu meinem Namenstag hat's mein Kopfpolster gestickt. Was war drauf? Ein großmächtiger Fisch, ein Karpf, aber ohne Kopf. Wie ich meinen drauflege, ist der Ganze fertig. Sie muss den reichen Juwelier heiraten. Warum muss denn just ein Juwelier heiraten? Sie sind doch so ein steinreicher Mensch. Eben, damit ich das bleib, darf sie den Fischer nie nehmen. Also ich bin ein gescheiter Mensch, aber das verstehe ich nicht. So wenig als ich weiß, wie sie damals auf einmal zu dem vielen Geld kommen. Ja, das geht ja nichts an, ne? Wo wir den Tag drauf die Hütten am Stehen lassen, das Vieh verschenkt und sein Hals über Kopf in die Stadt reingezogen. Ja. Was, Lenzel? Das will ich dir alles jetzt erklären.
weil ich durch die langen Jahre gefunden habe, dass du wirklich ein treuer Kerl bist und dass du mich nie betrügen wirst, gell, Lenzer? Herr Neuer, Knoten auf, oder mir kommen die Tränen in die Augen. Ja, nimm die zusammen, ja? Ne? Das war so. Was? Ach so, ich sag, das war so. Was? Vor zwei Jahren, da gehe ich in der Dämmerung, so zwischen 8 und 9 Uhr, ganz verdrießlich von meinem Krautacker nach Haus. Auf einmal macht was. Psst, psst. Ich schaue mich um, sehe ich quer über den Acker einen mageren Mann auf mich zueilen. Ein gelb-grünes Gewand an mit goldenen Borten, sodass ich ihn ab Anfangs für einen Leibhusan von einer Herrschaft gehalten. Er aber bittet mich, niemandem etwas zu sagen. Er wäre ein Geist. Also kurz, er wäre der Neid und wollte mich glücklich machen. Das wäre aber eine schöne Bekanntschaft. Nur still. Er sagt, er hätte einen alten Schatz, den er gern loswerden möchte, und den wollte er mir schenken. Ich müsste aber in die Stadt hineinziehen und aufhauen damit, was ich nur kann. Und besonders das Mahl soll herausstaffieren, nicht? Und ich soll es ja nicht zugeben, dass sie den Fischer nimmt. Aber ich soll mich ja nicht unterstehen, einmal mein Glück zu verwünschen, denn sonst ist alles weg und ich müsst betteln gehen, ne? Na, und wo war dann der Schatz? Also pass auf, ich geh's aus, such das ganze Haus aus, find nix. Endlich kommt mir der Gedanke, schaust auf den Getreideboden hinauf. Lenzerl, ist da der ganze Boden voll? Mit was? Na, mit lauter Galläpfel. Na, jetzt geschicht mir recht, denke mal. Was kann man denn vom Neid anderes erwarten als Gall und Verdruss? Nicht? Ich komm drin zurnig. Nimmer so einen Gallapfel und Bösner auf. Was ist drin? Ein Dukaten. Ich nehme noch einen, lauter Dukaten, Lenzerl, jetzt hast du die bessere sehen sollen. Ich kann da wirklich sagen, ich habe mir mein Vermögen bitter verdient. 14 Tage nichts als Galläpfel beißen. Das ist eine Unterhaltung. Jetzt werde ich den Fischer jagen, wenn er sich wo zeigt. Ja, sehr gut. Schau aufs Maul und wirst was siehst, dann sagst du mir's, ja? Aber müssen eher Gnoden allerweil naschen. Stüb ist. Ich nehme ein, zum gescheit werden. Gibt's denn da eine Medizin dafür? Na freilich, ich hab den Doktor so lang segiert, bis er mir was verschrieben hat, ne? Was mich gescheit macht. Kriege ich alle Wochen jetzt eine Flaschel voll. Kostet 40 Dukaten. Das treibt den Kopf auseinander. Soll ich jetzt ein paar Jahre fortnehmen, sagt er, bis ich etliche 1000 Dukaten drauf spendiert hab, sagt er. Und dann wird mir auf einmal ein Licht aufgehen und ich werde erst sehen, wie dumm ich war. Ich wünsch's Ihnen, es war die höchste Zeit. Aber lassen wir euer Gnaden auch kosten. Nein, das kostet zu viel. Ich möchte auch recht abgewichst werden. Ich werde schon so einmal recht abwichsen, dass du auf einmal gewichst bist. Dann wirst du ja sehen, wie viel es geschlagen hat, ne? Ja, und jetzt gehe ich aus. Ich gehe aus! Ja. Ich muss mir Sporen kaufen. Und du gehst hinaus in die Vorstadt zum Tandler nach Mühlen und lass die vielen Bücher hereinführen, die ich gestern bei ihm gekauft habe. Ne? Dann sperrst das Zimmer auf, das ich zur Bibliothek bestimmt habe, und da schießt alles eine. Schön sauber auf einen Haufen. Alle? Ja. Also ich weiß nicht, ich kann reden von was ich will. Ich komme alle aufs Essen zurück. Es ist bravo, schön, wirklich. Ich kenne nichts Schöneres außer... Vater ist an mir vorübergepoltert, ohne auf meinen guten Morgen zu hören. Er will in lauter glückliche Augen schauen. Er geht aus. Ach, da ist Karl! Er hat seine Fische schon verkauft? Ja, wer ist denn der fremde Mann, der da bei ihm ist? Sie werden doch nicht heraufkommen. Himmel, wenn ihn der Vater sieht, wie unvorsichtig! Lottchen! Ach, liebes, gutes Lottchen, sprech ich dich endlich! Karl, ach, mein lieber Karl! So lange sind wir getrennt und du empfängst mich so kalt, so herzlos. Ja, aber Karl, dieser Herr... Ach, dieser Herr, was liegt uns an dem Herrn? Das scheint keine ehrliche Haut zu sein. Nicht wahr, lieber Freund? Sie nehmen es nicht übel. Freilich nicht. Genieren Sie sich nicht, deswegen sind wir doch da.
Ja, wenn ich mein Lottchen sehe, dann vergesse ich auch die ganze Welt. Ach, Lottchen, was wird das uns werden? Ich hätte mich doch nicht heraufgewagt, wenn du mich nicht durch diesen Herrn hättest rufen lassen. Durch diesen Herrn? Ja, kam heute zu mir auf den Markt und sagt, wer du hättest ihn zu mir geschickt, mich zu dir zu führen, sobald dein Vater ausgeht. Ja, aber Karl, ich kenne doch diesen Herrn gar nicht. Wie? Ja, wissen Sie, warum sie mich nicht kennt? Sie hat mir nämlich noch nie gesehen. Herr, wie können Sie sich unterstehen, mit uns Spaß zu machen? Ich will mir aber auch Spaß machen. Ich will euch glücklich machen, ihr tausend Sapamenter Schlagzeilen. Verlasst euch nur auf mich, ich bin ein ehrliches Büble. Ich will euch nur nicht sagen, was ich bin, aber unter uns gesagt, ich bin was. Erstens bin ich ein Schwab und dann bin ich noch was. Und wenn binnen zwei Tagen nicht Hochzeit ist, nachher könnt ihr mir was antun. Verlasst euch nur auf mich. Ich werde den Bauern schon rumkriegen und sagt dann neu. So ist bis heute Abend doch die ganze Pastete in Ordnung. So. Und jetzt gehe sie getrost nach Hause und warte sie auf mich in ihrer Hütte. Ist's möglich? Ach, Karl, wir wollen ihm vertrauen. Marsch, geh mal. Schnell, der Vater kommt zu. Aufdecken lassen. Wenn du dich siehst, ist alles verloren. Leopold, ich entspringe. Du läufst mir entgegen. Ich will aber nach dem Lachen gehen. Dann schnell hinab, sonst sind wir verloren. Ist sie tot da? Fürchten Sie sich nicht. Verdammte Geschichte, Alte, kommt ja die Treppe herauf. Das macht nichts, der wird uns schon nicht beißen. Weil ich das Ding aber gar fein anstellen will, schlupfe sie ins Bein da hinein. Hier ist ja verschlossen. Warte Sie. Das wird gleich Hofe sein, ihr habt immer Werkzeuge bei mir. Fietschele, Putschele, Friesele, sauf! Türe, die Tore, die Tudi, do auf! Ich habe aufgehoben. Da drin. Was ist denn das für ein Gejage über die Stiegen? Was ist denn das für Figur? Wer hat denn den einer lassen mit dem Gesicht? Na, was gibt's? Sagen wir was, wollen Sie was mit Ihrer dreieckigen Physiognomie? Könnte ich nicht die Ehre haben, Sie zu sprechen? Na, die Ehre haben Sie ja schon, also heraus mit der Katze aus dem Sack. Sie werden mich ja wahrscheinlich schon kennen. Wie, woher denn? Ich bin der Martin Haugerle, ein Schneckenhandler aus dem Reich. Und deswegen soll ich ihn erkennen, sich hinaus mit Ihnen, sonst werden Sie mich kennenlernen, Sie. Ja, ja. Ich habe schon gehört, Sie sind der Tiger. Was? Mir hat mein Vetter geschrieben, der arme Fischer Karl, dass ich so unbarmherzig mit ihm umgehe. Oh, der. Und deswegen bin ich herabgereist und will für ihn um das Mädel anhalten. Sie haben ihm vor 3 Jahren ihr Ehrenwort gegeben. Das müsste Sie nun halten. Was sind denn das für Keckheiten? Ich werde ja unsinnig. Erstlich untersteht er sich den Tauge nicht, sein miserabler Vetter zu sein. Und zweitens wagt er es, um meine Tochter anzuhalten für diesen liederlichen Fischer. Schippen Sie nicht! Das ist ein Bratsmengel und ein Bürschle wie die gute Stunde. Ach ja, er trübt kein Wasser. Ein Fisch und trübt kein Wasser und pritschelt den ganzen Tag drin um. Du, wenn du dich nicht meinem Willen fügst, wenn du noch einmal heimlich dein Bauerngewand anziehst, nix als wie Fisch und Wasser im Kopf hast, aber nur vom Wald fantasierst, du melancholische Wütampen, pass auf, du, ich werde dich einmal durchwassern. Einen ganzen Wolkenbruch werde ich auf deinen Buckel niedergehen lassen, wenn du mir nicht den alten Millionär heiratst. Ach, was bin ich für eine arme Närrin. Ja, just, wenn man eine arme Närrin ist, muss man suchen, auch eine Millionärin zu werden. Dann verzeihen einem die Leute die Narrheit leichter. Ein Fischer heiraten wollen, so ein unsicheres Metier. Bevor der einen Fisch fängt, kommen einem Hunderte aus. Vater, bringen Sie mich nicht auf das Äußerste. Hören Sie meinen Schwur. Ich verachte alle Reichtümer Ihrer Stadt. So. Und werde nie, nie von meinem armen Karl lassen. So. Haben Sie es gehört? War das ein Donner? Desto besser, vielleicht schlägt der Donner rein, dann brauch's ich nichts zu tun. Du willst also nicht von den Burschen lassen? Nein. Und recht hat sie, wissen Sie das? Und wenn sie das Bürschle nicht gebe, so wird sie ihnen reue, so viele Haare sie auf ihrem Strobelkopf habe, auf ihre Bockbeinige. Nun gut, dann hören Sie auch meinen Schwur. Sie Vorsteher der würdigen Schneckenzunft. Nicht eher darf die Verbindung vollzogen werden, bis das Blut, das wie geschmolzenes Eisen glüht, ein Himbeergefrorenes wird. Bis dieses walnussbraune Haupt sich in einen Gletscher verwandelt. Kurz, bis ich so ausschaue, dass ich auf den Aschenmarkt hinausgehöre. Und dann werde ich dem Fischer mein Wort halten. Schlage Sie ein, es geht. So wahr ich auf der Welt bin. Und jetzt, Punktum! Jetzt leben Sie wohl, Sie Herr von Wurzel.
Vergesse Sie nicht Ihren Schwur. Malträtiere Sie nur das arme Mädel da. Oh. Verachte Sie nur den ehrlichen Bauernstand. Halte Sie sich nur an Ihre Saufbrüderle. Aber wehe Ihnen, wenn Sie den Schneckenanlass im Reich wieder mal zu Gesicht kriegen wäre. Wehe Ihnen! Das merken Sie sich wohl, Sie Hasefuß! Ja, du Kratzstaben, du Verdächtige! Ach, was muss ich erleben? Auf, Lottchen, auf! Halt mal, beruhig! Ich bitte dich um alles in der Welt! Kann nicht länger bleiben! Schlägt er mir wieder Eisnamen unseres Gebirges. Seinen ehrlichen Namen so herabgesetzt zu hören von diesem Faulenzer. Und ruhig bleiben. Oh, Lottchen. Du siehst mich nie wieder. Karl, wenn du mich liebst, so gehst du nicht durch diese Tür. Na, dann spring ich hier heraus. Am hellen Tage? Lebo, Lottchen. Du siehst mich reich oder nie wieder. Moment, lass aus, was ist denn? Der Weg dunkel. Moment, auf, fort! Fort, der Bus ist ein Räuber! Fort, der Bus ist ein Räuber! Er ist in mein Haus eingebrochen, ich massakriere ihn! Folgt mir der Kerl auf den Kopf! Spitzbube, willst du mir meinen ehrlichen Namen wiedergeben? Karl, was tust du, mein Vater? Warte, Schuf, du sollst den Bauern kennenlernen! Du. Vater, was haben Sie getan? Fort mit dir, Satanin! Vater! Vater! Zugeschlossen. Vater, Verzeihung, hören Sie mich! Vater! Du bist nicht mein Kind! Du bist meine angenommene Kreatur! Geh zurück in den Wald, wo ich dich gefunden habe, du Wütanden! Du Bauerntrampe! In mein Haus kommst du mir nicht mehr! Ach, mein Herr, nehmen Sie sich doch arm um mich. Naja, da muss man halt gut tun, mein Schatz, wenn man von anderer Leute Gnaden lebt. Was sollte da unser einer sagen, wenn man von Kummer nicht ausweist? Ja. Da hast du halt fleißig sein. Franzl, wo gehst du hin? Ins Wirtshaus. Warte, geh auch nicht. Geh, Franzl. Bleib mir zwei Gulden. Also so weit ist es mit mir gekommen. Gibt es denn kein Wesen, das Erbarmen mit mir hat? Oh, dass die Nacht niedersinken möchte, um mich und meine Schande zu verhüllen. Wo befinde ich mich? Welch ein angenehmes Tal. Dieses schöne Gärtchen. Und diese Hütte. Wer bewohnt sie? Die Zufriedenheit. Ich will anklopfen und Sie um Ihren Beistand bitten. Euer Gnaden, ein armes Mädchen möchte gern die Ehre haben. Was verlangst du von mir, mein Kind? Wer ist denn das? Nur näher. Ich bin die Dame, die du suchst. Wirklich? Sie sind eine recht liebe Person, aber für eine Dame hätte ich sie nicht gehalten. Nicht. Und doch bin ich noch mehr. Ich bin die Königin des Tales. Oh, so verzeihen mir, Eure Hoheit. Aber da wäre ich in meinem Leben nicht drauf gekommen. Steh auf. Du bist mir in diesem Briefe, den ich vor kurzem erhielt, von mächtigen Geistern schon angekündigt. Und ich will dich in meine Dienste nehmen. Ach, ich bin ja mit allem zufrieden. Hast du denn meine Hütte so leicht gefunden? Aber ja, das ist gar nicht schwer. Glaubst du? Viele Tausende wandern nach mir aus und finden mich nicht. Denn der dürre Pfad, der zu mir führt, scheint ihnen nie der rechte zu sein. Siehst du dort oben die bunten Auen, wo des Glückes Blumen farbig winken? Dort wollen sie mich finden. Und je reizender der Pfad sie aufwärts lockt, desto tiefer entschwindet meine niedere Hütte aus ihrem getäuschten Auge. Denn wer mich ängstlich sucht, der hat mich schon verloren. Das verstehe ich nicht. Darin besteht ja dein Glück. Weil du mich nicht verstehst, bist du mit mir verwandt. Verwandt? Und doch haben sich euer Gnaden nie um mich bekümmert. Glaube das nicht. Ich habe dich mir ja erzogen und will nun deine Freundin sein. Der Mann, der dich heute verstieß, ist nicht dein Vater.
sonst hätte er es nie getan. Aber eine Mutter hast du noch, die dich innig liebt und die du bald umarmen wirst. Und bis dahin reiche mir deine Hand und nenne mich Schwester. Recht gern. Ach, was ist das Schönes, wenn man eine Schwester hat. Ja, muss ich dann auch du zu eurer Hoheit sagen? Und bin so viel als euer Hoheit selber? Natürlich. Du sitzt neben mir auf meinem moosbewachsenen Throne und über uns spannt sich der schönste Baldachin. Der heitere Himmel aus. Ach, du liebe Schwester, wie soll ich dir danken? Bleibe, wie du bist. Und du hast den Lohn schon abgetragen. Ach ja, wie ich bin. Doch. Na ja, wie ich bin, nicht wahr? Nun ja. Muss ich dann auch immer ledig bleiben? Du hast den schönen Wunsch zu heiraten? Freilich. Doch sei mir nicht böse, liebe Schwester. Seit ich bei dir bin, wünsche ich mir fast gar nichts mehr. Aber wenn ich an meinen Karl denke, da kann ich mit dem Wünschen halt doch noch nicht recht fertig werden. Und das sollst du auch nicht, liebes Lottchen. Tröste dich. Ich werde dich mit deinem Karl vereinen. Er verdient dich. Ich kenne ihn genau. Du kennst ihn? Ich war stets um ihn, als noch der muntere Hirsch das Sinnbild seiner kräftigen Freude war. Und nur du hast uns entzweit. Du hast ihn mir entrissen. Das ist mir unbegreiflich. Doch komm. Du wirst deinen Karl noch heute erhalten. Er soll uns beide wiederfinden. Dich und mich. Durch dich. Und hab ich euch vereint, gebe ich auch meinem Herzen dann ein Fest. Durchziehe froh die Welt. Und wo ich einen Armen finde, der krank liegt am Verlust der Freude, will ich schnell die Hand ihm reichen und sie überströmen lassen von meinem Herzen in das Seinige. Vielleicht gelingt es mir, ein Bündnis mit der Welt zu schließen, die ich so innig liebe und die so hart mich von sich stößt. Via! Hat's mir nicht so viel Glaseln zusammen, ich bin ja kein Glasfabrikant. Dich wollen wir vor unserem Herzen Ruhe zu scheiden, dem emabelsten Mann der ganzen Stadt. Singen wollen wir, auf die Freundschaft wollen wir singen. Ja? Ja, singen, schön singen und nachher Kerzen gerade nach Hause gehen. Na, den hat's. Lachen? Ihr Spitzbuben, ihr seid alle nix nutzt. Was? Alle Herr von Wutzel, Bibelbüber stehen da, der ist auch nix nutzt. Aber Sie, Herr von Wutzel, Sie sind ein großer Mann. Ja? Ja, aber sind Sie aufrichtig? Sind Sie auch aufrichtig? Haben Sie keinen Wunsch mehr? Gibt's ihm noch ein Glas oder liegt er gleich unter dem Tisch? Herr von Wutzel, Sie sind unser Vater. Ja, ja, ich bin euer Vater, da hab's. Da hab's, bitte. Da hab's, da hab's. Da hab's. Wo sind denn alle? Herr von Wutzel. So wie Sie sich auf mich stützen können, ja, so können Sie sich auf uns alle stützen. Herr von Wutzel, Sie haben den Sohn. Da hat sie verstanden. Tropft mir gleich hinüber ins rauschige Zimmer und legt sie in das Bett, das ich habe herrichten lassen, wenn einem von meinen guten Freunden übel wird. Es liegen ja schon drei drinnen und einer vor der Tür. Man kann gar nicht mehr hinein. Legt sie ins blaue Zimmer, aber bin's nahm, dass er mir nichts zusammen hat, was? Das war ein prächtiges Mittagessen. Herrgott, bin ich da so gut aufgeregt. Heute in der Nacht liegen wir wieder ins Haus. Ach, mir der Lieb, Juche! Aber guck, Lisa! Juche! Lorenz, stoß an! Prost!
Wölfe? Hat denn die Uhr einen Rausch? Es ist erst 6 und der prächtigste Abend. Schatzt auf eure Uhren! Was ist denn das? Was? Es geht ja keine. Bei uns ist 12. Bei uns auch? Es ist auf einmal stockfinster. Ihr scheint das wollt's auch lustig machen über mich, was? Na, so red's! Was ist denn das? Klopft. Na, schau nach! Ja. Jetzt weiß ich nicht, bin ich in noch am Turm oder bin ich zu Haus? Herr Gnaden, ein junger Herr ist gefahren, kommen in einen goldenen Wagen, der voller Blumen ist. Mit zwei Robben fuhren, die er kaum der Alten kann. Und hinter dem Wagen tanzen lauter Barschen und rosafarbenen Kammerjungfern. Kammerjungfern? Er will mit ihnen reden. Wie heißt er denn? Das weiß ich nicht. Er sagt, er ist die Jugend. Ach, ein Jugendfreund, wird er gesagt haben. Gleich lasst ihn herein. Was das wird ein? Eine prächtige Visite werden. Na, was ist denn, Pagas? Champagner! Ich bin ein glücklicher Mann. Zu mir kommen die schönsten Leute. Du nimmst es doch nicht übel, dass ich dir meine persönliche Aufwartung mache? Das ist ein prächtiger Mensch, hundsjung und geißnärrisch. Hat mich noch nie gesehen und gleich priert er. Ja, Bruder, ich komme in einer besonderen Angelegenheit. Nun, Bruder, womit kann ich dir dienen? Der braucht bestimmt der Geld. Ja, nimm es nicht übel, Brüderchen, aber mit uns ist es aus. Ich bin hier, um dir meine Freundschaft aufzukündigen. Na, das wäre nicht übel, Bruder. Jetzt lernen wir uns erst kennen, Bruder, und sollen schon wieder böse aufeinander sein. Brüder, das wäre gefehlt. Was fällt dir ein, Brüderchen? Fehlgeschossen. Das endigt eben unsere Freundschaft, weil wir schon allzu lange miteinander bekannt sind. Wir sind ja schon zusammen auf die Welt gekommen. Weißt du das nicht mehr? Ah, ja, richtig, ja. Nachmittag war das, was? Und geregnet hat's auch. Wir sind auch miteinander in die Schule gegangen. Weißt du das auch nicht mehr? Wir sind doch auf einer Bank gesessen. Richtig, auf der Schandbank sind wir. Ich kenne den gar nicht. Wie wir beide 20 Jahre alt waren, da haben wir die ganze Gemeinde geprügelt. Das war prächtig. Das war ein Hauptjux, ich weiß kein Wort davon. Und getrunken haben wir, Bruder, das war mörderisch. Und sie sollen es nicht wahr. Ja, aber du hast mich doch in alle Wirtshäuser herumgeschleppt. Wir waren doch alle Tage sternhagelvoll besoffen. Halt! Kurz, wir waren ein paar wahre Lumpen. Der scheint doch eine Spur von mir zu haben. Der kennt mich doch. Bruder, wir wollen es noch sein. Schlag ein, Bruderherz. Bruder, nein. Jetzt ist es gar. Du musst jetzt solid werden. Was? Du musst dich um 7 Uhr zu Bett legen. Du darfst dir keinen Rausch mehr antrinken. Kurz, was du zu tun hast, das wirst du von einem anderen hören, der dir alles pünktlich auseinandersetzen wird. Was, wie wird es? Ich keinen Rausch mehr? Das ist doch das Edelste an mir. Du, ich bin da so gesund, dass ich mit deiner ganzen Armee raufen könnte. Adieu, lieber Bruder. Verzeih mir, was ich dir leids getan habe, du lieber guter Kerl. Ich bin gewiss ein fideler Junge. Ich hab's lange genug mit dir ausgehalten. Du warst mein intimster Freund. Aber du bist ein gar liederliches Tuch. Okay. Und darum lebe wohl. Sei nicht böse auf mich, Brüderchen. Und sag mir nichts Schlechtes nach. Brüderlein fein, musst mir ja nicht böse sein. Brüderlein fein, musst nicht böse sein. Brüderlein fein, wirst doch nicht so kindisch sein,
Brüderlein fein, wirst nicht kindisch sein. Gib 10.000 Taler dir, alle Jahr bleibst du bei mir. Bleibst du ja bei mir? Nein, 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 nein. Oh.
Wie ist Ihnen denn, Herr Gnaden? Gar nicht gut. So gewiss dumm ist mir. Man sieht's Ihnen an. Völlig vernagelt schauen's aus. Warum ist mir denn auf einmal so kalt? Hab ich denn das Fieber? Da schau. Jetzt fängt's gut zum Schneiden an. Das ist spaßig. Alles wird weiß. Was ist denn das für eine Hexerei? Der Champagner ist da. Marschierst? Ein Kamünte lassen wir machen. Und einheizen, man möchte völlig erfrieren. Ist schon wieder wer da? Verdammtes Gesindel! Hat man denn noch keine Ruhe? Oh. Und das Klopfen, wollen denn die aus meinem Haus ein Stampfmüll machen? Oje, ein alter Herr ist gefahren gekommen in einen Leiterwagen. Er will mit Ihnen reden. Wer ist er denn? Wo sind wir denn her? Aus Eisgrub. Aus Eisgrub, was das für Visiten sind, da kenne ich ja keinen Menschen. Ja, wird die Tür aufgemacht und dann wird. Nein, Zackerlot! Wir kommen mit dir weiter. Sie verzeihen, dass ich so frei bin, meine mühselige Aufwartung zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie mir es ansehen werden oder nicht. Ich bin das hohe Alter, Ihnen miserablich zu dienen. Ich hab da einen Einquartierungszettel bei Ihnen. Bei mir? Ja. Kommt der Herr bei mir ins Spital? Na ja, es ist, wird schon schwer, wenn ich aber da bin. Sind Sie nicht böse, dass ich so unerwartet komme? Gewöhnlich korrespondieren die Leute schon vorher mit mir. Aber Sie haben ein braves Kind, das es gut mit Ihnen gemeint hat, aus dem Haus gejagt. Und da haben Sie mich dafür hergeschickt. Nehmen Sie mich an Kindesstand an. Das ist gut. Ja, aber zu Hause gehört Ihnen nicht. Sie kommen irgendwo hin in Kos. Ja, nein, wir werden schon miteinander vertrauen. Ah. Aber ja, ich bin ja ein spaßiger Kerl. Ich mache nur bei mancher Tafel und bei mancher Hausball meine Latze. Und ich hupf nur bei manchen Ekosee mit. Wenn es mir ein bisschen einen Riss gibt, dann setze ich mich dann geschwind nieder. Da ist eh gescheiter. Und wenn wir benannt sind, werden meine Verwandten auch ihre Aufwartung machen. Mein liederlicher Neffe, der verdorbene Magen, der wird der Erste sein, der Ihnen die Honneurs machen wird. Na, und meine Cousine, die Gicht, die hat mir schon gesagt, sie kann es kaum erwarten, sie an ihr gefühlvolles Herz zu drücken. Ja, das ist eine unterhaltliche Person. Ja, nein, ich sehe sie schon mit ihr in ein paar Reisen. Noch bist du an. Noch bist und treu ist. Ja. Ja, ich weiß, man kriegt sie gar nicht mehr los. Jeder sagt, nimm du sie, ich mag sie nicht, wa? Ja. Was tun Sie denn, mein lieber Herr von Wurzel? Was gehen Sie mir denn so kühl herum? Ganz geschwind und Schlafrock anziehen. Supplement noch einmal. So schaut's doch auf euren Herrn. Ist ja alter Herr? Na. Na ja, müsst ihr aufpassen auf ihn. Wenn er stirbt, seid's brotlos. Schwind, schwind, bringt ihm einen Schlafrock. Nicht unterstätig oder ich schlag an hinter so. Was denn? Wenn ich das sitze. Das schon. Schlagen? Nicht unterstehen und schlagen. Schlagen tun die Risse. Die schlagen aus. Aber tun nicht die Leute. Aber damit sie nicht mehr ausschlagen, gell? So.
Na, jetzt ist aus dem Breindl ein Schimmel geworden. Da, hopp, ne Schimmel, hopp, da. Nichts hat da. Lorenz, mein Schlafrock. Na, mein lieber Herr von Wurzler, Und tun's mir nur gut pflegen, gell? Damit wir lang beieinander bleiben. Mit mir muss man gar heiklich umgehen. Was soll denn das heißen? Mein Gott. Sind heute die Wintertage. Ja, meine Post habe ich ausgerichtet, dass er. Geh halt wieder. Warte. Und wenn sie mich auch nicht mehr sehen, sie werden mich schon spüren. Auf 80, 90, 100 Jahre können sie ihn ruhig ausgeben. Ja, und sie merken, gell, in der Früh, wie gesagt, ein Schalerl Suppen und ein halber Dezember einbrechelt. Und um 11 Uhr vormittag ein bisschen in der Sonne spazieren gehen, aber immer einen warmen Hafendeckel am Morgen, damit sie noch nicht verkühlen. Und zum Mittag, was geben wir, haben ein Händel, ein Stickerl eingemachtes Händel und ein bisschen Wein. Aber nur ein halbes Seiterl. Nicht mehr, auf doch ein paar Biskotterl und gleich ins Peterl. Warte, mein lieber hier Papa, alter Papa. Gute Nacht, mein lieber Herr von Wurzler. Gute Nacht. Gute Nacht. So weit habe ich's gebracht. Lorenz, mein Schlafrock und ein Spiegel. Na, die Positur. Jetzt kann ich Lektion in der Hässlichkeit geben. Na, bis heute nicht aus, ich gehe durch. Ich kann ja nicht. Ich habe ja das Podagra. Nichts mehr hat da. Ehrlich. Lieber Chihi, ins Bett. Sperrt's zu. Herum dies, ausgelebt dies. Nix Champagner trinken, Kindskost essen und Kamüntee trinken. Na, das wird ein Leben wie ein Pfui-Teufel. Na, ich lass mir nix abgehen. Jetzt werde ich erst meine guten Freund traktieren. Was? Jetzt bin ich der Herr im Haus. Auf den Alten merkt man schon lange nichts mehr. Den steckt man ins Bett und deckt ihn gut zu. Und dann juhe, juhe. Mir scheint gar, der lacht mich noch aus. Na, am Neid werden wir haben. Ja, der Neid. Das ist ein schöner Spitzbub, der ist ja schuld an mein Unglück. Und jetzt lasst er mich sitzen. Was habe ich denn von meinem Geld? Ich kann's nicht genießen. Ich schmeiß alles beim Fenster aus. Vielleicht wird's dann wieder so, wie es war. Sind's doch gescheit? Mal halten, ich will nicht gescheit sein. Ich bin zu stolz dazu. Wenn Sie einen Reichtum verwünschen, ist er ja hin. Er soll hin sein. Sie haben es ja selber dazu. Ich mag ihn nicht mehr. Ich will lieber arm sein, aber gesund so. Hilf mir doch, du verdammter Neid. Nimm dein Gold. Ach, wär ich doch wieder, wo ich hingehör. Wär ich doch wieder bei den meinen. Ja, da haben sie es, sie übermütiger Ding, sie. Jetzt sind sie bei den Ihrigen. Die freuen sich doch wenigstens, wenn sie mich sehen. Geht's, meine Kinder? Das ist eine rührende Anhänglichkeit. Alle Ochsen weinen über mich. Und ich wein doch nicht. Hast denn gar kein Gefühl? Schamst dich denn nicht vor die Ochsen? Die werden sie was Schönes von dir denken. Du undankbarer Mensch, du. Was denn, was war denn das? Kein Geld haben und grob auch noch sein?
Ah, da muss ich andere Seiten aufziehen. Was glaubst denn, du grober Mensch? Du hast ja nix. Da schau's an, der Hitten. Das Gut ist im Gange. Das Übermittig ist er geworden. Und jetzt ist alles hin. Aber alles. Sei Sach und mein Sach. Ich bin nur ein armer Dienstbot. Und er bringt mich um das Meinige. Du, verdorbener, millionistischer Beuthansel, du. Gott schon. Ist denn kein Mensch mehr da, der mir eine Grobheit sagt? Schurke, was hast du getan? Warum hast du das Mädchen nicht schon lange vermählt, wie ich es befahl? Fort aus meinen Augen, Missgestalt. Oder ich schleudere dir eine Natter in deinen hohlen Schädel, dass dir der Wahnsinn zu allen Knopflöchern herausspringen soll. Ja, jetzt kannst du reden mit mir. Und jetzt kommst du erst daher? Du Eier- und Schmalzbruder, du. Ja, lacht's nur. Ich hab's als notwendig. Die eine schaut aus wie das gelbe Fieber und der andere wie eine Gimpe, wenn er in Rotlauf hat. Aber dich will ich rekommandieren, du Gallepflieferant, du! Bruder, ich bitte dich, verfolge mir diesen Dummkopf, solange er lebt. Sorge dich nicht. Gegen wen der Neid auftritt, der hat auch den Hass gegen sich. Was soll ich jetzt tun? Ich kann es nicht erdulden, dass diese Lacrimosa, die mir einen Korb gegeben hat, nun triumphieren soll. So nah am Ziel und nun dies Komplott. Der Neid ist doch ein erbärmlicher Wicht. Da ist der Hass! Ein anderer Mann! Ich will hierbleiben. Ich will Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Bruder! Wenn du das imstande wärst. Warte! Hier kommt mein Spürhund. Hast du etwas erfahren? Alles! Der Bauer hat das Mädchen aus dem Hause gejagt. Doch die Nacht hat sie in ihren Schutz genommen und in die Arme der Zufriedenheit geführt. Ajaxerle soll den Fischer und die beiden Weiber aus der Hütte der Zufriedenheit abholen. Und Hymen soll sie um Mitternacht verbinden. Das ist ein schändlicher Plan, so war ich Neid heiße. Hol dich! Lege dich auf die Lauer! Suche den Magier abzuhalten. Du hast reichen Lohn verdient. Hier hast du zwei Fippern für deine Nachricht. Küss die abgezehrte Hand dafür. Ach! Vergiften könnte ich ihn damit. Seine Liebe ist zu heftig. Er muss durch List in meine Hand fallen, sonst vermag ich nichts über ihn. Erscheine! Zauberhain! Was siehst du dort? Einen herrlichen Garten mitten auf dem See mit einem Lusthause und einer Kegelbahn. Den lass ich oft erscheinen in der Welt. Er ist ein Geschenk des bösen Dämons, dem wir beide dienen. In diesem Zaubergarten wird ein Brillantring, der unermessene Reichtümer gewährt, von 9 bösen Geistern bewacht. Ihre Büsten aber sind als Kegel aufgestellt. Wer diese 9 Kegel trifft, gewinnt den Ring, den ihm keine Zaubergewalt entreißen darf. Doch trifft er weniger als 9, stürzt der Tod zur Erde nieder. Wir locken den Fischer nach der Kegelbahn. Fällt er die Kegel, ist er verloren und Lacrimosa mit ihm. Warte! Ich will gleich einen meiner Geister absenden. Papageno! Locke den Fischer nach dem Garten. Aber schnell! Hey, so warte doch, du kleiner Spitzbube! Er ist schon fort. Also ein sonderbares Tier. Kommt zu meiner Hütte geflogen, verspricht mir Lottchens Hand, lockt mich hierher und fliegt mir jetzt vor der Nase davon. Ja, wo bin ich denn? Hier vielleicht ein Schatz vergraben. Da? Hat der Herr was gespannt? Wer auf der Pudel alle 9 schiebt, wird ein wilder Millionär? Was, ein Millionär? Na Himmel, da kann ich ja mein Lottchen heiraten. Na her mit der Kugel. Nur langsam, nicht so geschwind. Gib mir daher erst meine 9 Gulden.
Na, wenn ich gekegelt habe, Freund. Nix, da ist der Herr schon lang hin. Da kriege ich nichts mehr. Wie? Freilich. Da muss man nicht zu geh sein. Da! Lies der Herr zuerst. Wem der große Wurf gelungen, hier zu treffen alle neun, habt den Zauberring errungen, tritt zum Saal des Reichtums ein. Doch der Freche, dem misslungen, dass das Glück er neunfach zwingt, wird von einem Reif umschlungen, den der Tod ums Leben schlingt. Das heißt, der Herr ist hin. Also, will der Herr oder nicht? Was liegt mir in dem Leben, wenn ich mein Lottchen nicht habe? Her mit der Kugel! Aber da schreibt sich der Herr ein. Und nun, Brillant, du sollst ihr Brautring sein. Lottchen heißt die Schnur. Mein muss sie sein. Auch hier nicht. Himmel, wie soll das enden? Gestern Abend versprachst du mir, dass mein Karl an des schwäbischen Kaufmanns Hand mich zur Vermählung holen würde. Den ganzen Abend und die ganze Nacht warten wir vergebens. Erst heute Mittag kommt der kleine Knabe geflogen und bringt dir einen Brief. Ohne ein Wort zu sagen, verkleidest du dich und ziehst an der Hand des Knaben mit mir bis hierher. Ich kenne diese Gegend. Doch hier stand seine Fischerhütte und kein Palast. Was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Behutsam, sei nur ruhig. Ich will dir den Brief lesen, den die Geister mir durch Amor gesendet haben. Hoch zu verehrendes Wesen, beneidenswerte Zufriedenheit. In größter Eile berichten wir Ihnen, der Fischer befindet sich in der Gewalt des Hasses, der seine Hütte in einen Palast umzauberte. Reisen Sie daher schnell in Verkleidung an Amors Hand nach seiner neuen Wohnung. Vor dem Hause wird der Magier Sie erwarten und Ihnen alles aufklären. Den Fischer werden wir sogleich nach Hause expedieren. Wir Geister dürfen uns dem Hass nicht nähern, sonst entzweit er uns und wir kommen nicht zum Zweck. Darum halten wir uns verborgen und verlassen uns ganz auf Ihre Klugheit. Denn nur die Zufriedenheit kann es mit dem Hass aufnehmen. Bis Mitternacht muss die Sache beendet sein. Mit ausgezeichneter Achtung und namenloser Verwirrung dero ergebenster Geisterverein auf dem Scheckel. Jawohl, Verwirrung. Arme Lacrimosa, warum besitze ich keine Zauberkräfte? Wenn ich nur Karl sprechen könnte, dann würde ich mich schon in die Sache finden. Psst, Freund, ist der Herr des Hauses nicht zu sprechen? Nein, er kommt erst heute Abend an. Er holt seine künftige Frau. Es ist schon alles zur Vermählung bereitet. Himmel. So führ uns zum Hausinspektor. Ach ja, wenn du deinen Herrn liebst. Schweigt! Ich liebe niemand. Ich kann mich selbst nicht leiden. Mein Handwerk ist der Hass. So melde uns aus Hass. Das will ich tun.
hat mich vergessen und liebt jetzt vielleicht eine Königstochter. Nur ruhig, dass man uns nicht erkennt. Wo sind die Mädchen? Hier, sie scheinen mir verdächtig. Was wollt ihr? Ach, was wollen wir denn? Euer Gnaden verzeihen. Wir sind zwei arme Verwandte des Herrn vom Hause, die zu ihm gereist sind, ohne noch von seinem Reichtum unterrichtet zu sein. Unser Bruder ist im nächsten Dorfe zurückgeblieben und wird gleich nachkommen. Das ist Betrug! Greift sie! Schnell! Oh Himmel, wer beschützt uns jetzt? Ah, haltet! Ich war zu rasch. Oh! Ein hübsches Mädchen. Ich vergesse beinahe, dass ich der Hass bin. Nun, womit kann ich euch dienen? Wenn Sie uns nur ein kleines Plätzchen gönnen wollten, um dort die Ankunft des Herrn abzuwarten. Wir bitten recht schön. Nein, zum Fortjagen sind Sie zu hübsch und zum Betrug zu unschuldsvoll. Zeig Ihnen das Domestikengebäude. Dort können Sie ihn erwarten. Wo kommt ihr her? Aus Salzburg. Wirklich? Glückliches Salzburg. Ein zweites Sachsen, wo die hübschen Mädchen wachsen. Das ist ein Kapitalmädchen. Das ist doch fatal, dass ich der Hass bin. Jetzt wäre ich viel lieber ein Salzburger. Adieu, schöne Salzburgerin. Adieu, schöner Salzburger. Vielleicht gelingt es uns, dir die Suppe zu versalzen. Komm. Was bin ich für ein miserabler Mensch? Anosch! Was war ich gestern und was bin ich heute? Anosch! Ja, hört denn da kein Mensch? Die Kirche hat gewiss einen Amanten bei ihr, das gar nichts hört. Anosch! Wer lernt denn so entsetzlich? Du schmeißt, euer Gnaden. Frankichen, Sie werden noch nicht die Ehre haben, mich zu kennen. Ich bin ein Neicher. Der Alte ist gestorben. Ich hab's erst heute übernommen. Ich bitte um Verzeihung, ich hab noch keine Visitkarten herumgeschickt. Ich heiße Fortunatus Wurzel. Er ist der einst so fröhliche Bauer. Ich hätte ihn nicht erkannt. Ja, ich weiß. Wenn man so ausschaut, kennen einem die Weibsbilder nicht mehr. Und den haben die Geister schön zugerichtet. Du armer Narr! Jawohl, arm bin ich. Und ein Narr bin ich auch gewesen. Ja, meine liebe Mamsell Kirchen, ihr habt schön abgekocht. Mit mir ist vorbei. Wie alt bist du denn? Ich hätte so in die 40er kriegen. Aber die Zeit hat sich vergriffen und hat mir einen Hunderter aufgemessen. Und den kann der Zehnte nicht vertragen. Oh, was geschicht mir ganz recht. Warum bin ich denn nicht Bauer geblieben? Dem Fischer da drin, dem wird's akkurat so gehen. Kennst du den Fischer? Freilich. Er hätte ja so in mein Schwiegersohn werden. Ach, warum habe ich sie ihm nicht gegeben? Viel tausendmal habe ich es schon bereut. Er dauert mich. Ist dir diese Äußerung ernst? Meine liebe Jungfer Kirchen, wenn sie meine verwurlte Geschichte wüsst, würd sie nicht so dumm fragen. Ich weiß deine Geschichte. Ich habe sie in dem Buche des Schicksals gelesen. Ah, ist ja solche nicht, die Stotten kochen liest? Bereust du, was du getan hast? Von ganzem Herzen. Beneidest du den Fischer um sein Glück? Um kein Schloss nicht, den wird's noch reuen.
Ich kenne schon die Geister, die einem solche Häuser schenken. Würdest du ihm jetzt deine Ziehtochter geben? Um keinen Preis. Erstens hob es nicht. Und zweitens, weil sie mit dem Reichtum nur eine unglückliche Person wird. Wenn er aber wieder würde, wie er war. Dann soll er es haben. Suchen muss es zuerst. Weil die ist vielleicht in der chinesischen Schweiz. Er wird sie finden. Und ist er ihrer Liebe würdig, so seid ihr alle gerettet. Und auch du wirst wieder glücklich werden. Wäre das möglich? Ausgestanden hätten wir schon genug. Was können sie denn wissen? Ach, red mir von was Gescheitern. Haben's keine Oschen? Ach, ich wollte, ich könnte schon die Asche dieses Schlosses in deinen Kübel leeren. Meine liebe Mamsell, Köchin, das war eine gar schöne Gegend. Ein jedes Stammel kenn ich. Das ist noch der einzige Baum, der stehen blieb ist. Gut, also auf diesen Baum setze dich und erwarte meinen Wink. Siehst du die Sonne untersinken und ich habe dich doch nicht gerufen. So sieh es als ein Zeichen an, dass dein und anderer Glück mit dir hinuntersinkt. Doch wirst du sie in unserer Mitte schauen, so geht dir eine neue auf. Dafür bürge ich dir mit meinem Wort. Oh, du mein Himmel, was reden Sie für eine schöne Spruch? Wie ein verkleideter Professor. Gell? Sie sind keine Köchin. Nein, das bin ich nicht. Was sind Sie denn? Das wirst du erfahren. Und jetzt befolge, was ich dir befahl. Ja, ich will es gerne tun. Nun lebe wohl, tröste dich und hoffe. Hoffentlich vergisst's nicht auf mich. Sonst sitze ich heute übers Jahr um die Zeit noch da oben. Ah, was? Ich bleib halt oben sitzen nicht und schau oben auf die Leid. Und wir was Deuker seh, da schrei halt an Oschen. So mancher steigt herum, der Hochmut bringt ihn um. Trag deinen schönen Rock, ist dumm als wie ein Stock. Trag deinen schönen Rock, ist dumm als wie ein Stock. Vom Stolz ganz aufgebläht, ach Freundel, dass ihr seht, wie lang steht's denn noch an? Bist auch ein Oschenmann, ein Oschen, ein Oschen. Man sieht im Gallerkleid oft Narren, es ist erfreit. Das Gesicht wie Rosen bliert und mitten da sind's geschnürt. Das Gesicht wie Rosen bliert und mitten da sind's geschnürt. Doch sieht man's noch erzaus, ist mit der Schönheit aus. Voll Rouge war's ganze Gefries, die Formen aus Paris, an Ocean, an Ocean. Doch vieles in der Welt, ich mein nicht etwas Geld, ist doch der Mühe wert, dass man es hoch verehrt. Ist doch der Mühe wert, dass man es hoch verehrt. Vor alle brave Leute, vor Lieb und Dankbarkeit, vor treuer Madel und Glut, da zieh ich meinen Hut. Kanoschen.
und er noch nicht. Wäre ich nicht die Zufriedenheit selbst, na, ich würde ihr schon nicht mehr angehören. Wo nur der unglückselige Magier weilt. Verzeihen Sie, sind Sie die Zufriedenheit? Ja, mein Herr. Warte Sie ein bisschen, ich komme gleich raus. Pitschele, putschele, friesele, sauf. Öfele, tudi du auf. Der Himmel sei Dank, dass wir uns einmal sehen. Ich sitze schon über eine halbe Stunde da in dem Ofen drin und tue, ob sie passe. Endlich einmal! Sie sind doch... Ja, freilich, ich bin der Magier Ajaxele und muss Ihnen eine Nachricht bringen. Sprechen Sie. Ein schönes Kompliment von den Geistern. Sprechen Sie schnell. Sie solle alles aufbieten, dass der Fischer Karl den Ring wegwerfe tut, den er vom Hass bekommen hat. Ja, und dann solle sie die zwei Leute gleich herunter vermählen, sonst ist alles verloren. Es erreicht und tut ja nur so lange dauern, als er den Ring am Finger hat. Kurz, wenn sie die Geister brauchen sollte, so möchte sie nur diese bunte Schnurperle voneinander reißen. Da seien 12 Geister angefädelt, die werde alles vollbringen. Ja, die andere stehe auch schon auf der Pass. Aber warum haben Sie uns denn nicht abgeholt? Weil er mich verschlafen hat. Ich habe mich so über den Bauer verzürnt, dass mir völlig übel war. Und da habe ich aus Müdigkeit mich auf ein paar Minuten hingelegt und bin erst heute in der Früh wach geworden. Und derweil hat der Hass den Fisch abgefangen. Aber ich lasse mich nicht nehmen. Ich muss mein Besen retten. Ja, und wie kommen Sie denn dort hinein? Wie ich da über die Stiege rauf bin, ist mein Hündli nachgelaufen. Da bin ich schnell in das Öferle reingeschlupfen und bin immer raus. Wissen Sie ihn denn nicht zu finden? Es ist die höchste Zeit. Er muss ja gleich kommen. Er kommt. Machen Sie, dass Sie fortkommen. Und die Geister sollen in der Nähe sein. Ja, nur, wie komme ich denn da raus? Die Kerle passen ja auf mich. So machen Sie sich unsichtbar. Das kann ich ja nicht. Ich bin ja nur Magier, bin ja kein Geist. Ich muss mir nicht was verwandeln. Nur so verwandeln Sie sich, aber nur geschwind. Geschwind geht das nicht. Ich lerne doch die Zauberei erst 3 Jahre. Ich bin ja noch nicht freigesprochen. Ich muss nachdenken. Wissen Sie was? Ich schlupfe wieder da rein, verwandle mich da drin in eine Ruß. In einer halben Stunde kommt der Rauchfang her und kehrt mich hinaus. Lebe Sie wohl. Endlich! Endlich ist er fort. Er kommt, er ist es, er ist allein. Ach, du verdirbst alles. Folge mir. Es ist alles besorgt. Schweig, sag ich dir. Wer waren die Mädchen, welche vorhin hier an dieser Stelle standen? Warum sind sie verschwunden? Sprich! Sie haben sich für höchst ihre Verwandten ausgegeben. Ach, du lügst, suche sie! Ich will sie sehen! Mir sagt mein Herz, sie ist's. Sollten mich die Weiber doch betrogen haben, ich werde die Bedienten rufen. Nein, du selbst! Und schnell! Ja, ja. Nur erlauben mir ihre Gnaden vorher, sie noch einmal zu warnen, den Ring ja nicht abzulegen, wenn sie nicht mit ihm ihre Geliebte und ihren Reichtum auf immer verlieren wollen. Besorge es nicht, er macht mich klug. Doch die Mädchen fort! Und komm nicht ohne sie zurück, das rate ich dir. Ich rufe sie. Na warte, der verdammten Weiber! Nein, die Erscheinung hat mich nicht getäuscht. Ich habe sie erkannt. Es ist mein Lottchen! Ja, sie ist es. Lottchen! Karl! Haltet! Was soll das? Karl, aus meinen Händen nur kannst du dein Lottchen erhalten. Der Bauer hat sie nur erzogen. Ich bin die Bevollmächtigte ihrer Mutter. Und wenn du deinem Reichtum nicht entsagst, wirst du sie nicht erhalten. Wie? Ich sollte wieder ein elender Fischer werden, da ich sie jetzt glücklich machen kann? Nie wird sie durch diesen Reichtum glücklich werden, denn ein böser Geist hat ihn geprägt. Ach, du lügst! Mit Gefahr meines Lebens habe ich ihn errungen. Du bist ein böser Geist, der mir mein Glück entreißen will. Fort! Karl, sie meint es gut. Ach, glaub es nicht. Sie hat dich nur betört. Lottchen, wenn du mich liebst, so eilst du zur Vermählung. Alles ist bereit. Sieh mich zu deinen Füßen. Ich habe jahrelang um dich gelitten. Kannst du mich verlassen? Nein, das kann ich nicht. Nun denn, Geister, sendet eure Macht! Hukum, Sister! Da habe ich Windbüchse. Sind 12 Geister drinnen. Du losstrick fort einer nach dem anderen heraus. Du Beutage! Willst du parieren? Was ist dir lieber? Geld oder Madel? Ich will beides. Das glaube ich gern. Kannst du eines haben? Karl, gib mir den Ring, den du am Finger trägst. Und ich bürge dir für dein Glück. Ich will den Ring und sie. Du fängst mich nicht. Das ist bockbeiniger Kerl. Lass sie los, oder ich rufe meine Geister. Du opferst dir den Ring nicht? Nein. So nimm sie hin. Lottchen, komm. Wort von mir. Ich liebe dich nicht.
Ich hasse dich. Wie? Sprichst du irre? Mich, deinen Karl. Red von ihm, oder ich vernichte dich. Kennst du den Hass? Nein, denn ich bin die Zufriedenheit. Pardonnez, Mademoiselle. Ich bin entwaffnet. Karl, du siehst unsere Macht. Zum letzten Mal rufe ich dir zu. Wirf den Ring von dir, oder du siehst sie nie wieder. Du zauderst. Wohlan. Lebe wohl. Oh, halt ein! Und wenn die ganze Welt am Finger glänzte, ohne sie gilt sie mir nichts. Fort mit ihm! Lottchen! Karl, ich danke dir. Lottchen, du bist mein. Anoschen! Wer ist denn das? Der bestrafte Fortunatus! Anoschen! Heil! Ich bin glücklich. Gern geschehen, schocken wir anderes Mal wieder. Dies ist deine Mutter. An mein Herz. An Ocean. Du hast gebüßt. Sei, was du stets hättest bleiben sollen. Holla, jetzt bin ich in meinem Element. Meine Schönheit war nur im Versatzamt. Jetzt haben sie es wieder ausgelöst. Der Schneckenhand aus dem Reich ist da. Hast du geschworen, hast du es gesehen. Jetzt seien wir wieder gute Freunde. Punktum. Brillanten darf ich dir nicht als Brautschatz geben, aber das schönste Fischergut mit ewig reichem Fang sei dein. Stets bleibt euch die Liebe eurer Mutter und die Freundschaft der Zufriedenheit. Sie sind die Zufriedenheit. Ihnen lassen wir jetzt nicht mehr aus. Hier ist der Zufriedenheit, herrlichste Perl. Ich hab's bei der Freude, ich glücklicher Kerl. Doch steht's mir allein nicht an, glücklich zu sein. Wir nehmen sie mitten und schließen sie ein. Wir nehmen sie mitten und schließen sie ein. Sie dürfen auf keinen Fall mehr von dem Ort. Man lasst die Zufriedenheit nicht so leicht fort. Und eine Gnad bitt ich mir heute noch aus. Begleiten's voll Achtung das Publikum zaus. Begleiten's voll Achtung das Publikum zaus.